Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Beyond Two Souls. Weiter geht's. Holen wir Jody raus. Ich muss erst Ryan finden. Der ist da. Ja, leider. So, Tür ist auf. Alles okay? Willst du das wirklich wissen? Komm hoch. Kannst du laufen? Ja, ist klar. Geh zu den U-Booten. Warte auf mich. Wenn ich in 15 Minuten nicht da bin, geh ohne mich. Was soll das? Jody, das war's. Die Basis ist zerstört. Los, verschwinden wir, solange es noch geht. Die Kluft steht weit offen. Die Existenzen kommen da massenhaft raus, wenn das so bleibt. Nein, es ist zu spät, Jody. Wir müssen weg. Ich muss es tun. Du weißt das. Genau. Los, Ryan, geh. Der Sprengstoff. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. So, Soka, Anzang de Mogwai! Kümmere dich um den Mistkerl, Aiden. Müssen wir denn jetzt jeden töten? Okay, aber er hat es nicht anders verdient. Upsi. Mal eben so eine Tragetasche. Oh, verdammt. Kann sie nicht bekämpfen. Zeigen kann ich sie. Okay, solange ich hier bin. Wir laufen einfach. So, es ist hier. Jawohl. Da ist es. Ja, ihr müsst doch jetzt nicht alles hier essen. Komm. Erstmal umziehen. Auf Richtung Wasser. Scheiße, ich hab echt Angst, Aiden. Hab keine Angst, Claudi. Wir sind noch da, Claudi. Wir sind bei dir. Ding muss es doch Licht geben. Ah, ruhig guck. Bleiben, Aiden.
So viele können wir nicht bekämpfen, glaube ich. Also zumindest nicht auf einmal. Aber wieso unter Wasser? Wieso haben die das unter Wasser gemacht? Damit es niemand sieht? Muss ja so sein. Zeigen dir nur noch der einzige Weg dahin. Einen können wir übrigens gerade nicht nehmen. So. Wie kann ich es kaputt machen? Jetzt auf der anderen Seite auch noch einen anbringen und dann haben wir 3 Minuten, um abzuhauen. So, da hinten. Cody, wir müssen noch zu... Hey. Gut, 3 Minuten. Nichts wie weg. Aber hier bleibt man hängen. Werden wir verfolgt. Na hoch. Jody. Los. Du stirbst heute hier mit mir, bitte. Natürlich. Die größte Entdeckung, die die Welt jemals gesehen hat. Zerstört. Nur wegen dir, du dämliches amerikanisches Miststück. Kann er bitte aufhören? Ja. Jahrelange Arbeit. Und alles umsonst. Natürlich. Ich komme mit dem Kampfsystem nicht so ganz zurecht. Zieh immer in die falschen Richtungen. Irgendwie. Wir sehen uns. Auf der anderen Seite. Ha!
Richtig, auf die andere Seite. Da gehst du hin. Ja klar, Ryan rettet jetzt uns. Und fahren kann er auch nicht. Als ob uns Ryan jetzt wirklich gerettet hat. Komm schon. Oh, fuck. Ah. Muss das komm sein? Schon, Jody. Wach auf, ja? Wach auf. Kann das einen nicht machen? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Er liebt uns. Ein bisschen kalt, ne? Jawohl, unsere Freunde. Drachenhöhle. 7% anderer Spieler haben diese Wege genommen. Im Verhör geredet. Früh verhaftet worden. Und von Ryan gerettet worden. 3 unentdeckte Wege. Oh nein. Oh, das ist doof. Ich hätte gerne die 3 unentdeckten Wege kennengelernt. Naja, weiter geht's. Spuk. Mal gucken, was uns da erwarten wird. Na, danke. Gute Nacht, Prinzessin. Ist Nathan okay? Wann sehe ich ihn denn wieder? Oh. Ich weiß nicht, Süße. Er hat sein Büro seit 3 Tagen nicht verlassen. Er liebte seine Frau und seine Tochter viel mehr als alles auf der Welt. Aber wir versuchen es morgen nochmal, okay? Jetzt wird geschlafen. Ich will aber noch nicht. Wir wissen natürlich, was passiert. Okay, doch nicht. Ist die Zukunft, Claudie? Mehr keine Angst, komm. Wer bist du? Nee, das ist ja die Tochter, genau.
Ja, wir kommen. Wo jetzt lang? Rechts lang? Gut. Mache ich. Auch den Weg sagen können. Es erwartet mich da drin. Wir werden sehen. Was willst du hier? Es ist spät. Geh wieder ins Bett. Naja, wir haben mitbekommen, dass es dir nicht gut geht, würde ich sagen. Oder deine Tochter hat uns hergeleitet. Nicht weinen, Daddy. Was hast du gesagt? Es ging so schnell. Mami konnte nichts machen. Aber es tat nicht weh. Hör auf damit, Jody. Es tat gar nicht weh. Hast du mich verstanden? Hör sofort auf damit. Wir sind hier, Nathan. Wir sind an deiner Seite. Helen. Nora. Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer lieben. Rede doch bitte mit mir. Jody, bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Sie sind weg. Bitte. Geht nicht weg. Geht nicht weg. Die beiden fehlen mir. Verstehe ich. Ich verstehe das vollkommen, dass er die beiden vermisst. Er tut mir auch irgendwie leid. Beta-Sonne. Es ging aber schnell hier mit den Spuren. Der Kondensator in Kazistan wurde zerstört. Die Kluft ist jetzt unpassierbar. Wir sind nun die einzige Nation mit Zugang zur Infrawelt. Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten, und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation. Sind wir aber jetzt raus? Können wir gehen? Natürlich ist der liebe Ryan da. Aber erstmal schauen wir uns hier um. Wir haben das so lange nicht gemacht. Die Treppen vielleicht hoch. Okay, da können wir nicht.
Rain irgendwas? Nein. B. So weit kommen wir natürlich mit Aiden nicht. Aiden. Ah, natürlich können wir da nicht lang, ne? Können wir da wenigstens lang? Ja, können wir. Natürlich nicht. Naja, dann reden wir doch mal mit Ryan. Geh davon aus, dass das Spiel das möchte. Diese Pentagon-Obermacker können ganz schön nerven, hm? Sie waren beschäftigt mit den ganzen Plänen für ihre Weltherrschaft. Sollen sie doch machen. Wir haben alle unseren Teil dazu getan. Es ist leider zu spät zum Bedauern. Was wirst du jetzt tun? Gehen. Freunde. Vielleicht gehe ich zu meinen Freunden zurück. Die paar Menschen, die mich mögen, wie ich wirklich bin. Es gab davon bisher nicht so viele. Und was ist mit dir? Naja, die CIA hat schon große Pläne für mich. Top-Gehalt, Bonzenauto, Golf spielen. Ich habe noch nicht Ja gesagt, aber natürlich denke ich drüber nach. Sag ja. Hör mal. Jody, ich weiß, es war kompliziert zwischen uns. Und ich habe sicher vieles nicht richtig gemacht. Aber wir könnten neu anfangen. Und uns zusammen etwas aufbauen. Ich meine, nach allem, was passiert ist, bekommen wir es diesmal vielleicht hin. Abgelehnt. Du hast gelogen. Ich könnte dir nie wieder vertrauen. Tut mir leid, Ryan. Ich verstehe schon. Ziemlich nachtragend sind wir, oder? Hör zu, was auch immer du tust. Vergiss nicht, ich bin immer für dich da. Ah, da steckst du. Mason sucht nach dir. Komm mit, ich bring dich in sein Büro. Tschüss, Ryan. Oh, weißt du was? Ich habe ein Single Malt bei mir stehen, ein feines Stäffchen. Kommst du gleich nach? Nein, ich sollte lieber... Sowas trinkt man doch nicht allein. Whisky verlangt Begleitung. Ich sag dir was, ich such dich dann, okay? Hier lang, Jody. So sieht's aus. Aber den Typen mag ich. Er mag Whisky. Manche Entscheidungen sind schwer, Jody. Immer haben die anderen für mich bestimmt. Wird Zeit, dass ich mal Entscheidungen treffe. Tu nur, was dein Herz dir sagt. Dann triffst du die richtige Entscheidung. So sieht's aus. Wir haben... Eigentlich müsste das bei uns genauso kaputt gemacht werden. Das ist gefährlich. Es ist halt gefährlich. Okay, wir sind da. Ruf mich an, dann hole ich dich wieder ab. Okay. Was
Was immer Nathan sagt, pass auf. Okay. Sehr wichtige Information. Dann achten wir mal, was er sagt. Ja, bitte? Guten Tag, ich bin da. Du hast nach mir verlangt? Oh, sicher. Jody, es ist so schön, dich zu sehen. Red weiter. Ich habe meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Und was die CIA angeht, du existierst nicht länger. Jawohl. Endlich ein neues Leben. Du heißt jetzt Elizabeth North. Neue Identität, neues Leben. Ja. $500,000 für geleistete Dienste. Das hilft dir beim Neuanfang. Ich fange ein neues Leben an. Ich will nichts einstecken, was mich an das Alte erinnert. Genau. Bevor du gehst, habe ich noch eine letzte Bitte an dich. Na? Als meine Frau und meine Tochter von mir gegangen sind durch diesen Unfall vor 15 Jahren, wollte ich auch sterben. Ich weinte viel. Ich habe mir den Kopf gegen die Wand geschlagen und den Grund verzweifelt gesucht, warum. Warum sie? Ich würde sie nie wieder im Arm halten können. Das war wie eine Wunde, die nicht heilt. Aber dann kamst ja du. Und ich habe erkannt, sie waren noch hier, die ganze Zeit bei mir. Ich konnte sie nur nicht sehen. Aber jetzt kann er's. Die Regierung hat mir alles gegeben, was ich brauchte. Zum Studium der Infrawelt. Sie waren interessiert an militärischen Anwendungen. Aber mich interessierte nur, meine Familie wiederzusehen. Es hat Jahre gedauert. Aber schließlich hatte ich Erfolg und entwickelte das hier. Hallo, meine Süßen. Alan. Hält er die Seelen gefangen? Ihr beide fehlt mir so sehr. Ich komme zu Ihnen jeden Tag. Wir werden bald vereint sein. Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren. Um mit den Toten zu reden, Jody. Stell dir das vor. Was willst du von mir? Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden. Ich will sie nur reden hören. Ich will ihnen sagen, was ich hier tue. Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die Einzige, die das schaffen kann, Jody. Abweisen. Nathan. Nein. Nein. Tu das bitte nicht. Ihre Stimmen sind verschwunden seit 15 Jahren.
Seit dem Tag, an dem ich sie durch ein kleines Mädchen hören konnte. Ich bitte dich, Jody. Nein. Tu das für mich. Gib mir deine Hände. Jetzt werde ich wirklich gezwungen, das zu machen. Ich möchte es ja nicht unbedingt, ne, aber... Du warst das! Du hältst sie hier fest. Die beiden sind eingesperrt zwischen zwei Welten. Das ist überhaupt nicht wahr! Du lügst! Ich weiß, dass sie wieder bei mir sein wollen. Ich weiß, sie wollen bei mir sein! Du folterst sie, Nathan. Wenn du sie liebst, wenn du sie wirklich liebst, dann lass sie endlich gehen. Sie sind längst tot. Längst tot? Der Tod ist gar nichts! Verstehst du mich? Gar nichts! Trotzdem folterst du sie. Leb wohl, Nathan. Ich hoffe, du findest Frieden. Na, was hat er jetzt vor? Können wir die befreien? Okay, er macht anscheinend nichts. Dem muss das zerstört werden. Ich gehe davon, alle werden halt gefoltert. Alle Seelen. Von daher muss das eigentlich weg. Und da können wir leider nicht lang. Möchte mich ein bisschen umgucken, Spiel, bitte. Also zwischendurch ein bisschen außerhalb der Box denken hier. Was ist in den Raum? Wer hat da seinen Raum? Was ist da? Komm ich nicht rein. Naja, dann gehen wir durch den Fahrstuhl mal runter. Einmal runter, bitte. Natürlich sind wir nicht raus aus dem Spiel. Hi, Jody. Schön, Sie wiederzusehen. Sie bringen uns in eine schwierige Situation, leider. Wir können Sie nicht gehen lassen. Töten können wir Sie auch nicht. Dann warten Sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir injizieren ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben sie in einem permanenten Koma.
Genau dasselbe wie bei ihrer Mutter. Ein simpler, eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Auf Wiedersehen, Jodie. Wir sind nach wie vor sehr dankbar für Ihre Hilfe. Na super. Aiden, du musst uns helfen. Jodie. Du hast mich aufgeweckt. Es war unverkennbar, aber ich wollte es nicht sehen. Hilf mir, Nathan. Ich verwirkliche einen uralten Menschheitstraum. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Wovon redest du bloß? Das Eindämmungsfeld. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Leben und Tod, vereint in einer Welt. Es sind nicht nur Seelen auf der anderen Seite. Sondern auch Monster. Es ist der Tod. Ich hab den Tod besiegt, Jodie. Alles wird einfach perfekt sein. Hab Vertrauen in mich. Alles wird gut ausgehen. Na, super. Ja, dann werden wir doch mal nachgucken, ob wir uns hier rauskämpfen können, wa? Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich einmal fürs Zuschauen und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.